Hallo und herzlich willkommen in der Wunderkesselküche. Ich bin Kai und heute habe ich für euch ein Rezept aus der Kategorie Klassiker der deutschen Küche. Es gibt Kassler. Kassler macht man natürlich mit Sauerkraut und Kartoffeln und es ist unglaublich simpel, aber wahnsinnig lecker. Ich mache das zu Hause, ja, seit meine Tochter Vegetarier ist, nicht mehr so oft, aber immer wieder gerne. Das ist eigentlich, wie gesagt, nicht viel Arbeit. Alles, was wir brauchen, ist unser Thermomix und Wein, Wasser, Sauerkraut, Kartoffeln, Gewürzpaste, Kassler. Die einzelnen Schritte kommen jetzt. Wir gießen in den Kessel 400 Gramm trockenen Weißweins. Den Rest des Weines gießen wir in den Koch. Nee, leider nicht. 400 Gramm Wasser. Dann hängen wir das Garkörbchen ein. Stopp, jetzt hätte ich was vergessen. Einen gehäuften Esslöffel von unserem selbstgemachten Suppengrundstock. Der kommt auch noch rein. Jetzt hängen wir das Garkörbchen ein und füllen das Sauerkraut ein. Das sind etwa 600 Gramm. Ihr könnt natürlich auch mehr nehmen. 600 Gramm Sauerkraut. Der Deckel kommt oben drauf. So, und hier im Varoma habe ich schon mal 600 Gramm Kartoffeln in mundgerechten Stücken vorgeschnitten. Der Varoma kommt oben drauf. Dann 25 Minuten Varoma Stufe 1. Deckel muss natürlich auf den Varoma drauf, ganz klar. Zum Vorkochen. Bis gleich. Es riecht schon mal wirklich großartig. Die ersten 25 Minuten sind vorbei. Jetzt nehmen wir vorsichtig den Varoma-Deckel ab. Da müsst ihr aufpassen, dass ihr euch nicht verbrüht. Ja? Und legen jetzt die Kasslerscheiben, das sind 8 Stück, das ist für eine große Familie, hier auf die Kartoffeln obendrauf. Ihr könnt die natürlich auch in den Einlegeboden machen, aber ich lege die jetzt einfach direkt auf die Kartoffeln drauf. Ja, so ein bisschen gestaffelt, sonst passen die nicht rein. Und dann, oh, mir läuft das Wasser im Mund zusammen. Das ist schlimm, ich kriege gerade richtig, richtig Hunger. Das Sauerkraut, das riecht so fantastisch. So, und dann müssen wir es nochmal 25 Minuten kochen oder dämpfen, garen. Ich weiß nicht, ob ich das noch so lange aushalte. Hier riecht es in der ganzen Küche nach Sauerkraut. Das ist so toll. Ich liebe es jetzt schon. Bis gleich. Es ist soweit. Noch nicht ganz, aber fast. Leute, es ist kaum auszuhalten, wie gut das hier riecht. Ich könnte mich direkt drüber stürzen. Das Rezept ist noch nicht fertig. Wir müssen den ganzen Kram jetzt erstmal kurz warm stellen, denn wir müssen noch ein Sößchen machen. Leute, eigentlich ist Soße wird völlig überbewertet. Ich mache das jetzt hier in Schüsselchen. Ich werde wahnsinnig. Ich bin ganz aufgeregt. Das Sauerkraut sieht echt richtig gut aus. Riecht richtig gut. Jetzt nicht nervös werden. Bleiben Sie ruhig. Alles wird gut. Ich stelle das jetzt mal schnell im Backofen warm hier. Die Garflüssigkeit, die hier unten drin ist, aus der machen wir jetzt noch eine leckere Soße. Dazu machen wir einfach 60 Gramm Mehl und 40 Gramm Zucker rein. Dann einen Esslöffel Senf, das mache ich nach Augenmaß. Senf ist super und passt perfekt zu Kassler. Dann einen Teelöffel Salz und eine Prise Pfeffer. Das Ganze wird jetzt nochmal 3 Minuten Stufe 2 auf 100 Grad erwärmt. Süßchen fertig, Teller schon soweit, zumindest für mich angerichtet.
Was ihr natürlich machen könnt, ihr könnt jetzt einen Teil der Soße unter das Sauerkraut mischen. Ich mache das jetzt nicht, ich habe Hunger, ich will das jetzt essen. Ich gieße jetzt die Soße einfach hier so ein bisschen über das Kassler drüber und auch über die Kartoffeln und dann über das Sauerkraut auch. Ja. Soße ist echt reichlich, da kann man jede Menge von nehmen. Jetzt kommt der Höhepunkt einer jeden Sendung hier im Wunderkessel. Ich esse. es riecht fantastisch. Ich liebe Kassler, ich liebe Sauerkraut und mit dieser Soße zusammen. Also ich war so ein bisschen so, vielleicht ein bisschen viel Zucker oder so, aber das passt richtig, richtig, richtig gut. Extrem. Also ich werde jetzt gleich das Sauerkraut noch mit dem Rest oder mit einem Teil der Soße vermischen, damit das so ein bisschen das noch aufnimmt. Das Fleisch ist total klasse. Ich glaube, man kann das Kassler kaum besser zubereiten als im Thermomix. Das ist wirklich, also schaut es euch an, es ist fantastisch. Bevor ich das jetzt alles aufesse und euch hier mit vollem Mund weiter zuquatsche, machen wir den Sack zu. Liked das Video, wenn es euch gefallen hat. Mir hat das hier auf jeden Fall gefallen. Ich hoffe, ihr kocht das mal nach und ich höre, lese und sehe euch bald wieder. Bis dahin, tschüss und guten Appetit.